Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Schadtechnik-Update bei IG. In dem heutigen Schadtechnik-Update schauen wir uns den Ölpreis der Sorte WTI an. Infolge der jüngsten Gegenbewegung wurde ein sehr interessanter Widerstandsbereich erreicht. Darum streiten sich im Augenblick Bullen und Bären. Es handelt sich hierbei zum einen um die runde Zahl bei 50 US-Dollar und den einfachen 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 50,07. Wir haben also gesehen, dass wir Ende Juli, Anfang dieses Monats schon zwei Angriffe auf die besagten Widerstände gesehen haben. Beide Versuche scheiterten letztendlich. Jetzt befinden wir uns wieder im Angriffsmodus, das heißt also der Ölpreis der Sorte WTI versucht also beide Chartmarken zu bezwingen. Allerdings muss man auch hier sagen, davor liegt die Unterseite der Schiebezone bei 49,60 und nach oben die obere Begrenzung bei 50,40. Das heißt, diese vier Widerstände gilt es nachhaltig zu überwinden. Das wäre dann aber auch wiederum nur ein weiterer Schritt auf dem Wege der Erholung, weil wir bei aktuell 51,68 die zweite abwärtsgerichtete Fächerlinie sehen. Das heißt also, wir haben im Grunde hier ausgehend von dem Zwischenhoch von Anfang Januar 2017 bei 55,67, die Marke dürfte dem einen oder anderen noch bekannt vorkommen, haben wir drei abwärtsgerichtete Fächerlinien eingezeichnet. Die dritte Fächerlinie konnte überwunden werden, fungiert momentan bei 48,60 als Unterstützung und dann haben wir bei 51,68 und bei 53,34 die erste Fächerlinie bzw. die beiden weiteren Fächerlinien. Das heißt also, nach oben gibt es doch zahlreiche Widerstände, die es dann aus dem Weg zu räumen gilt. Das soll aber noch nicht Bestandteil dieser Analyse sein. Das könnte dann vielleicht in einigen Wochen der Fall sein. Vielmehr besteht momentan die Gefahr, dass der Ölpreis an der Rundenzahl, an der psychologischen Marke bei 50 US-Dollar und am 200-Tage-Durchschnitt scheitert. Dass es also wieder gen Süden geht, dann, wie gesagt, erste Anlaufstelle wäre die besagte dritte Fächerlinie bei 48,60. Und wenn dann alle Stricke reißen, das heißt, wenn der Abgabedruck weiter anhält, dann müssten wir sogar in Richtung der waagerechten Unterstützung bei 46,40 US-Dollar weiterdenken. Das wäre dann also wiederum natürlich dann ein charttechnischer Rückschlag für den Ölpreis. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG.